So Leute, Samstag, das ist der 20. halb 10, nee, scheiße, halb 11 in Deutschland. Jetzt fast gesagt, die Äffle steigen wieder, aber nein, der Philipp ist schon wieder gestiegen. Guten Morgen. Das heißt, ich darf dir jetzt wieder ein Mörtelbadge anrühren. Ja, ich warte nur auf dich. Okay, ich bin dabei. Ich habe mich vorbereitet. Also, dann rühre ich jetzt wieder Mörtelbadge an, dass Philipp da oben weiter verputzen kann. Tja, danach steige ich wieder in meinen Container und ich hole ich dann wieder dazu, wenn es dann wieder Ergebnisse gibt zum Zeigen. Und ich darf nicht vergessen, heute noch das mit der Grillkota zu sagen. Kurz vor 11:30 Uhr. Kurze Getränkepause wieder gemacht. Ja, vorgeputzt ist es. Komplett. Der Philipp steigt wieder. Ja, wenn die Affen steigen, dann kann ich besser. Ach, hör bloß auf mit gutem Wetter. Ja, die ganze Nacht hat es geregnet. Die Umwelt freut sich. Hurra. Und was noch Hurra ist, ist, dass eventuell heute Nachmittag noch jemand eine Stunde oder zwei kommt. Mehr sage ich jetzt nicht mehr. Jo, okay. Brauchst du einen Putz da oben? Sag mir Bescheid. Ja. Also mache ich wieder einen. Yes. Also Leute, dann werde ich wieder ein Mörtelbadge anrühren. Jo, da haben wir unseren Pinselmeister wieder da oben. Jetzt wird das Ganze schön verpinselt. Dann bin ich auch dann gespannt, wenn wir eine neue Dachrinne kriegen, wie der das da oben macht. Dass ich nicht mehr nacharbeiten muss. Ja, aber das werden wir dann sehen. Das habe ich gedacht, der gearbeitet. Fleißig, fleißig. Tja Leute, kurz nach zwei. Philipp packt das Gerüst zusammen und wird uns nachher leider schon verlassen. Ja. Ja. Aber das, was er bis jetzt gemacht hat, hey Leute, ich finde es klasse. Die Struktur gefällt mir sehr gut. Und hier unten die Mauer, ja, hat er mich gezwungen, dass ich noch den restlichen Scheiß komplett abklopfe. Ja, werde ich machen, nachdem ich Kabeltrommel in Stand gesetzt habe. Mit einem Bohrhammer bzw. mit der Hand den ganzen Rest noch runtermeißeln. Oh ja. Wenn ich hier Lust habe, mache ich hier. Und wenn ich da keine Lust habe, mache ich trotzdem da. Hilft ja nichts. Ja. Gut. Philipp. Bitte, ne? Kommen Sie mal her. Ohne Moment. Hallo. Ich übertrage dir hier jetzt bildlich gesehen auch die goldene Eintrittskarte zur Einweihungsparty. Ich nehme sehr gern an. Gut. Und freue mich. Jo. Ich hoffe, du kommst bald wieder für den Rest. Wir haben ja noch ein bisschen was geplant. Ja. Ich beeil mich, dass ich den Schlotterbatz noch runterkriege,
dass du das nächste Mal weiter verputzen kannst. Das kriegen wir hin. Wunderbar. Alles klar. Dann ist für mich eigentlich erst einmal... Wir sagen jetzt gleich Ciao, weil dann kann ich die Cam dabei weglegen. Aber für mich, für euch, geht das Video nachher noch weiter. Ja, und wir sehen uns. Machst du Video auf DGM? Gehe ich mal davon aus. Dann sehen wir uns an der DGM wieder. Okay. Dann macht's gut und tschüss. Jo. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, an Philipp habe ich absolut nicht auf dem Schirm gehabt, dass der das Verputzen gelernt hat, dass der das so gut kann. Hey, und ich kann es bloß nochmal sagen, ich bin so froh, dass der gekommen ist zum Verputzen und auch noch den Rest machen wird. Leute, Nachbardorf, hi. Hat nur eine halbe, dreiviertel Stunde Zeit gehabt, ist aber trotzdem vorbeigekommen. Ich danke dir. Gerne. Du bist ja sowieso eingeladen zur Eröffnungsparty. Hört man gern. Ja, klar. Immerhin ein bisschen was. Auch über eine halbe, dreiviertel Stunde bin ich froh. Gut, wir haben es jetzt 16:45. Ich muss mich erstmal wieder abkühlen. Tja, wie es halt immer so ist, wenn der Schatten kommt, kommt auch der Regen. Ihr könnt schon wieder im Strahl reiern. Jetzt warte ich mal, ob er aufhört wieder. Ich hoffe mal, dass ich wenigstens noch ein bisschen was machen kann. Ja, vor habe ich noch ein bisschen, besonders eben schaufeln. Naja, muss ich halt jetzt warten, bis es aufhört. Ich habe keinen Bock, in Regen zu schaffen. So Leute, 7:45. Jetzt schauen wir uns nochmal die Wand kurz an. Ich weiß nicht, ob ich es schon gezeigt habe. Ich glaube schon, aber ich zeige es einfach nochmal. Jupp. Jo, wie gesagt, hier werde ich dann die Tage noch diese Ziegel aufziegeln wieder. Und dann kommen hier gleich Dachplatten so schräg aufgemauert von links, von rechts nach links rüber oder von links nach rechts, je nachdem wie man sie einhakt, weiß ich jetzt auch nicht. Ja, und wie gesagt, den Rest noch abklopfen und dann kann der Philipp wieder kommen zum Verputzen. Fundament hatte ich ja schon gesagt, wird erst gemacht, wenn Schatzi wieder da ist. Ein Eis, hurra, leg's mal auf den Tisch, ich komm gleich. Ja, kurze Eispause. Und Container bin ich auch schon weitergekommen. Oh, da habe ich es jetzt auch bald soweit, dass ich komplett auf das Niveau bin, wo ich will. Ich bin jetzt auf die Idee gekommen, aufzupickeln, dass ich die großen Steine erwisch, die großen Steine hochziehe und die dann rüber in den Container schmeiß. Geht auf alle Fälle schneller als den ganzen feinen Kram oben runter zu arbeiten. Ja, und im anderen Container schaut es mittlerweile so aus. Also den möchte ich schon noch ein bisschen voller kriegen. In der Hoffnung, dass es dann hier drin ausreicht, dass der geholt werden kann. Boah, naja, wenn ich es heute nicht schaffe mit dem Container, wovon ich nicht ausgehe, mache ich halt morgen weiter, hilft ja nichts. Okay Leute, das war's dann mit der heutigen Folge. Wir sehen uns morgen. Ha, Nachtrag! Ich verspeise jetzt schnell mein Eis und dann zeige ich euch noch schnell, von wem die Grillkota ist, die wir gekauft haben. So Freunde, dann wollen wir mal das große Geheimnis lüften. Ich drehe mal die Cam um. Die Grillkota ist von Scandinavic Wood Art. Eine Kota 9,2 Quadratmeter Typ Scandinavic Premium Luxus. Ja, da kann jeder selber nachgucken, was die kostet. Die Dinger sind nicht billig, aber kann man sie so erkennen, so soll sie mal aussehen. Jupp. Ich habe mir auch schon den Fundamenteplan ausgedruckt.
Die Montageanleitung habe ich mir schon ausgedruckt. Ja, und deswegen soll das Ganze auch recht schnell vorangehen jetzt, dass wir, wenn die Hütte dann kommt, dass wir die auch gleich aufbauen können. Liefertermin ist höchstwahrscheinlich schon Ende August. Ja, nicht mehr lang hin. Da geht was vorwärts. Ich habe sie angeschrieben, habe einen netten Telefonanruf bekommen. Wieso wird es auf einmal wieder heller? Habe mich super unterhalten. Ja, habe dann eben auch vorgeschlagen, dass man ein, Vorführhaus? Ausstellungshaus? Oh, mir fällt der Name gerade nicht ein. Ihr wisst, was ich meine. Also, dass nach Absprache auch Leute kommen können und die Hütte besichtigen können, die Interesse dran haben und. Ja, und ein bisschen günstiger haben wir sie bekommen. Ich bin zufrieden. Skandinavik Woodart ist hoffentlich dann auch mit mir zufrieden. Und ja, ich freue mich riesig drauf. Mein Schatz freut sich riesig drauf. Aber bis wir sie endgültig stellen können, haben wir natürlich noch ein bisschen Arbeit vor uns. Okay, das war's jetzt endgültig für heute. Leute, ich bin weg. Beim Schutzschaufeln. Okay, ciao. Bis morgen. Auch am Sonntag mache ich was.